Kinder, jetzt ist Frühstückszeit. Alle können sich jetzt hier Frühstück holen. Mein Frühstück, ey. Nee, schau, in meinem Rucksack habe ich, glaube ich, noch meinen Capri-Sonne. Nee, die ist hier schon. Oh. Ich hab Capri-Sonne. Sophie, was ist denn mit dir? Du auch. Du kannst auch deine Frühstücksbox jetzt holen. Was, jetzt du nicht? Willst du auch nicht? Spielst gerade zu... Ist doch kein Problem, kannst du stehen lassen. Nach dem Frühstück spielen wir weiter. Und da geht auch keiner bei, ist versprochen. Komm, Kinder, Frühstück! Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Ho-ho-ho. Lecker sieht das aus. Meine Flasche fehlt noch. Muss ich noch holen? Hier ist sie. Oh, lecker. Ich freue mich. Ist ein bisschen schwer. Riecht das gut? Wo bleiben denn die anderen? Ich habe Hunger. Ich schau mein Capri-Sonne mal, die Schatten heute Morgen schon zwei, wie wir aus dem Haus sind. Ah, ist das lecker, ey. Fridolin! Sophie? Hier. Was ist das denn? Meine Trinkflasche zum Frühstück. Deine Trinkflasche? Ja. Oh. Ja. Was ist denn da drin? Ja, guck doch. Hier, kannst du mal reingucken oder kannst auch gerne probieren. Ich gebe dir gerne was ab. Nee, hier, das klingt nach so langweiligem Wasser. Warte. Wasser ist doch lecker. Mag ich total gerne. Wasser, ey. Oh, ich habe ein Brötchen mit Schokoladenmund. Und du? Oh, nee. Guck mal. Ich habe hier lauter leckere Sachen mit. Banane? Gurke. Und noch eine Tomate. Mag ich für mein Leben gerne. Mag ich nicht. Och, Fridolin, das gibt's doch nicht. Das wächst alles bei uns im Garten. Na, bis auf die Bananen. Dazu ist das hier nicht warm genug. Aber die kauft meine Mama immer für mich. Mag ich so gerne. Ja, mir ist auch warm. Bei dem Garten, nee, Banane. Wir haben nicht mal einen Garten. Brauchen wir auch nicht. Ich hab alles. Ich hab mein Capri-Sonne und ich hab mein... Hab ich alles. So, also... Mir hat es jedenfalls total gut geschmeckt. Ich bin jetzt fertig. Ich gehe. Ich nehme meine meine Dose. Gib her. Ja, nochmal. Tschüss. Ich habe hier mein Zuckerzeug. Hey, jeden Morgen passelt die Frage auf uns ein, sobald das Frühstück vorbei ist. Was machen wir denn jetzt? Heute machen wir mal etwas ganz Besonderes. Wir haben jeden Tag, suchen wir uns ein Kind aus. Das wird Sonnenkind. Und das kann sich dann was wünschen. Kennengelernt habt ihr unser Sonnenkind schon. Das ist... Das bin ich heute. Bis gleich. Sophie, ja. Sophie, sie liebt ja unseren Garten. Und gern möchte sie heute mit den Kindern dorthin gehen. Sicherlich kennen sie das. Die Kinder sind kaum zu bremsen, bis es rausgeht. Dass sie ja gar nicht so genau wissen, wo unser Garten ist. Lassen wir sie gleich mal eben schnell abholen. Und dann fliegen wir gedanklich dahin. Hier lang. Hier geht's lang. Och, wo bleiben die denn alle? Daniel, ich bin so aufgeregt. Endlich kann ich denen das alles zeigen, was es im Garten so Schönes gibt. Wo sind sie denn? So, das sieht so aus, als wenn jetzt alle da sind. Sophie! Ja, hier bin ich. Was möchtest du denn jetzt zuerst machen? Ah, ich hab verstanden, Sophie. Genau so machen wir das. 1, 4, ihr müsst euch verstecken.
Hallo, ihr Lieben. Ich bin Thilo Topf. Ich bin eine Topfblume. Verstecken mache ich total gerne. Mache ich ganz gerne. Wo stelle ich mich denn mal hin? Ich stelle mich einfach hier mal mit dazu. Moment. Ich bin eine. Jetzt gehe ich in meinen Topf. Ups. Ups. Kann mich noch einer finden? Nö. So. Hauptsache, die Biene verrät mich nicht. Immer wenn die in meinen Blättern sitzt, dann muss ich immer so niesen. Hihihi. Nix wie rein in den Topf. Und nicht verraten, Kinder, danke. Das haben die anderen mich bestimmt gleich gefunden. Sophie, Sophie, wartest du da? Bitte warten. Das kam von hier. Habt ihr das auch gehört? Das kam von hier. Hier? Nee. Oh, du bist ja lustig. Mal. Gern hätte ich ja noch ein bisschen mit dem gesprochen. Dum-di-dum-di-dum-dum-dum. Ach, eine Rose. Ich riech mal. Sophie! Wo bist du? Ich bin hier! Wo? Ist alles so grün hier? Wo? Na, hier! Oh, Rosen duften so gut. Aber Kinders, man muss vorsichtig sein. Da sind Dornen dran. Oh, Fridolin, da bist du ja. Mhm. Aber wen hast du denn damit? Der ist ja lustig. Der will die ganze Zeit mit mir spielen. Ja, das ist ein Pilz. Ja, das weiß ich. Die aus dem Supermarkt, die machen das nicht. Was meinst du? Die fragen nicht, ob sie mit mir spielen dürfen. Ich mach die Dose auf und frage da einen, der sagt keiner was. Aber der möchte unbedingt mit mir spielen. Oh, Fridolin, guck mal. Ein Topf. Ein Topf? Ein Topf. Ja, Karl Pitt und ich haben da hinten auch so was Komisches gesehen. Du kennst dich da aus mit dem Garten. Nun komm mal mit. Das wollen wir dir zeigen. Nun komm schon. Oh, den brauche ich gar nicht fragen, der kommt gleich mit. Wie heißt der überhaupt? Knut heißt der, glaube ich, Knitterknut. Nun komm schon. Sophie, wo bleibst du denn? Ja, aber nur. Wir wollen dir das hier zeigen. Ja, du wartet doch mal auf mich. Man, du bist aber ein langsames Sonnenkind. Und wenn ihr wissen wollt, wie das weitergeht, dann einfach nächstes Wochenende wieder bei Sophies Party. Tschüss. Ach, und Blumengießen nicht vergessen.